Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Ja, und ich wollte euch mal informieren. Und zwar seht ihr schon im Hintergrund, hat ein, sagen wir, guter YouTuber, ja, namens Therapiert, nämlich einen YouTuber-Wettbewerb gemacht. Das seht ihr hier oben. YouTuber-Wettbewerb, Kanal des Jahres. Ja, und worum es da geht, erklärt er euch am besten, sag ich mal, in dem Video. Und ich gebe einfach mal meinen Senf dazu. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es mal wieder ein Thema, bei dem ihr eigentlich alles mitbestimmen könnt. Also ich schon mal, ich finde das Intro irgendwie geil. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich das. Wie ihr es am Titel vielleicht schon mitbekommen habt, starte ich wieder ein Battle oder vielleicht habt ihr es auch in meinem Community-Tab gesehen. Ich starte auf jeden Fall ein Battle der Kanäle, ein Meinungsblock-Battle und das Ganze nennt sich Schwanzvergleich. Hier könnt ihr. Dieser Name, ne? Schwanzvergleich. Ein kreativer Name, muss man schon sagen. Teilnehmen, einfach wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, eure Größe spielt überhaupt keine Rolle. Es werden von 1 Abonnenten bis 50.000 bis 100.000 bis 3 Millionen Abonnenten gerne alle Kanäle genommen. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr Videos auf dem Kanal habt und dass ihr mindestens 3 auf eurem Kanal habt. Drei. Ja gut, ich habe, glaube ich, mittlerweile 340. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Es gibt auch ein Preisgeld, wobei ihr genau das bestimmt, nämlich die Einnahmen, die ich mit diesen YouTube-Videos mache, werden dann für den Gewinner zusammengesammelt und ausgeschenkt. Sprich, hier. Genau, also das Preisgeld, ich gehe mal nicht davon aus, dass ich gewinnen werde, aber wenn ich das Preisgeld bekomme, keine Ahnung. Es wird nicht viel sein, also erwartet da jetzt nicht irgendwie 100 € oder so. Also ich gehe mal vielleicht so von maximal 10 € aus oder ja, vielleicht. Das tue ich dann wahrscheinlich in meinen Server investieren, sage ich nur schon mal so, was ich damit vorhabe. Je mehr Interaktion und je weniger Adblock ihr auf den Videos habt, desto mehr kriegt hinterher der Gewinner und desto besser ist es, naja, für die Teilnehmer. Ich werde mir immer zwei Kanäle von euch rausnehmen, die beiden sozusagen miteinander vergleichen und in einigen Punkten kritisieren. Sprich, euer Kanal wird einmal Opfer eines Meinungsblock-Videos. In den Kommentaren und in den Likes und Dislikes können dann die Zuschauer abstimmen, wer von den beiden Kanälen gewinnen soll, sprich, wer eine Runde weiter soll. Was man dazu sagen muss, die Dislikes, ich finde das eigentlich nicht so eine gute Idee mit den Dislikes, weil das zieht ja eigentlich durch die Videobewertung runter, oder nicht? Also klar, man tut jetzt ein Like für den einen YouTuber geben und ein Dislike für den anderen YouTuber, also so wird halt theoretisch abgestimmt. Aber ich weiß ja nicht, das tut den Kanal an sich herunterziehen, Dislikes oder nicht? Weil dann wird das ja weniger vorgeschlagen. Hinterher, wenn nur noch zwei Kanäle übrig sind, treten diese beiden gegeneinander an und es wird ein Gewinner festgelegt. Hierbei gibt es immer wieder Extrapunkte, die nur ich vergeben kann. Da werde ich auch gar nicht groß erklären, das sind einfach irgendwelche Punkte, die ich mir zusammenreime und deswegen gibt es einen Punkt extra zum Beispiel. Ihr dürft diese Videos auf keinen Fall zu ernst nehmen, denn ich möchte keine Freundschaften gefährden. Teilnahme ist ganz einfach, einfach unter diesem Video kommentieren, ich möchte teilnehmen und diesen Kanal abonnieren. Und vielleicht seid ihr auch schon im nächsten Video dabei. Jetzt möchte ich euch noch mein letztes Video empfehlen. Es war nämlich wirklich viel Arbeit und naja, ist eigentlich ganz gut geworden. Schreibt mir dazu doch auch unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet. Seht ihr jetzt in der Endcard und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und tschüss. Ja, so viel zum Wettbewerb. Ich kann schon mal sagen, ich bin auch drin. Also, wenn ich das Video mache, bin ich wahrscheinlich drin, ja. Aber ich glaube, das kommt erst in. Ich glaube, ich bin im dritten oder vierten, ich glaube, im vierten oder fünften Duell bin ich dabei. Zwei sind draußen, eins können wir uns erst anschauen, weil aufgrund von Bedingungen einfach, die er aufgestellt hat. Aber ja, neueste Video habe ich mir auch alles schon angeschaut und ich würde sagen, weil dieses Video ein bisschen kurz ist, switchen wir dann direkt rüber zum ersten Battle. Oder kurze Sache vorab, es wurden, also die Battles stehen ja schon fest, das heißt, ihr könnt jetzt nicht mehr mitmachen, ne? Aber ich reagiere jetzt einfach nur drauf. Genau. Das erste Battle war Nick Q gegen Don Carotti. Und ich war für Nick Q, aber ne, können ja jeder selber entscheiden. Und ich werde das einfach mal, er wird das jetzt einmal analysieren und ich werde meinen Senf auch nochmal dazugeben. Let's go! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es direkt los mit dem Battle. Und zwar einmal hier die Teilnehmer, wie sie gegeneinander antreten. Das ist einmal Miko gegen Madfilms Creative, Natur-Oren gegen TimTube, Genickta gegen Felix, The Red Gamer gegen Gamer die Crow und Lupit gegen Domtrax und Nick Q gegen Don Carotti.
dieses Intro. Heute geht es los mit Nikyu gegen Don Carotti. Und wir fangen hier zuerst mit Don Carotti an. Was mir hier als erstes auffällt, sind die relativ schlechten Grafiken und das nicht wirklich gute Intro. Auch die... Also von den... Jeder kann ja sagen, was er will. Er sagt, er will ja keine Feinde und sowas machen. Von schlechten Grafiken hier, also ich weiß jetzt nicht was er mit schlechten Grafiken meint. Ich meine jetzt, okay, ich finde, es geht sogar relativ. Also, meine gut, vielleicht ein bisschen hoher Kontrast, ne? Aber sonst, also ich finde es in Ordnung, aber ist seine Meinung. Die Themen der Videos interessieren mich nicht wirklich, aber das ist natürlich Geschmackssache. Hier genau. Solltest du vielleicht einen Designer mal fragen, ob er dir Thumbnails, Banner und Profilbild gestalten kann. Genauso verstehe ich nicht ganz, wieso er sich nur mit Maske und einer Cappy zeigt, aber das ist auch seine Sache. Hier kann er natürlich seine Persönlichkeit wahren, indem er sich nicht zeigt und sein Gesicht nicht in der Öffentlichkeit so präsentiert, wie es andere vielleicht machen. Genau, also, ihr müsst nicht, wenn ihr nicht wollt. Ich mache jetzt, also, nur damit es jetzt nicht falsch versteht, ich mache jetzt nicht diesen 3D-Avatar, weil ich nicht möchte, dass man weiß, wie ich aussehe. Weil ich meine, ihr könnt einfach ein paar Videos zurückgehen, wo ich Facecam anhatte, ich mache das einfach nur, weil es irgendwie schöner ist. Also es passt besser ins Video, finde ich. Also, und vor allen Dingen, weil mein Facecam immer nur 4:3 aufgenommen hat und das war nicht so schön. Und da finde ich das eine echt gute Alternative. Genau. Die Thumbnails sind hoffnungslos überladen von Bildern, Farben und irgendwelchen Schriften, die man überhaupt nicht entziffern kann. Hier also ein Punkt. Überhaupt nicht entziffern? Felix Uncut Reaction auf an Angry German. Also ich finde, das geht sogar. Aber wie gesagt, wieder nur seine Meinung. Abzug bei Design. Der ganze Sinn des Kanals ist mir auch nicht wirklich so schlüssig, denn ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Meinungsblog, Reaction oder ein Meme-Kanal ist, denn es wird eigentlich alles kreuz und quer hochgeladen und eigentlich gibt es hier kein großes Kanalkonzept. ja, geht's mir auch nicht wirklich, ne? Wenn ich mal so bedenke. Also, bei mir geht's ja eigentlich hauptsächlich um Minecraft-Content, aber es gibt im Bezug auch mal Horror und andere Spiele. Ne? Es gibt keinen festen Ablaufplan bei mir. Ich mache, wie es wann ich möchte. Und also ich glaube, das wird auch ein Kritikpunkt bei mir sein. Insgesamt hat der Kanal 3.378 Aufrufe und ist dieses Jahr erst YouTube beigetreten. Boah, wie ist denn das bei mir? 3.378? Lasst mich einmal kurz schauen. Also... Ich bin am 27.09.2018 beigetreten und habe momentan 13.304 Aufrufe. Ja, ein bisschen mehr, aber er hat auch erst 50 Abonnenten, also ist schon passend. Für eine relativ stabile Aufrufezahl und ich würde sagen, 50 Abonnenten sind auch noch in Ordnung. An der Qualität muss der Gute aber immer noch schrauben. Da fällt mir einfach tatsächlich auf, dass dein Mikrofon nicht richtig eingestellt ist und auch deine Kamera nicht vernünftig. Du solltest dir vielleicht eine Belichtung und eventuell sogar einen Greenscreen zulegen. Aber hey, für 50 Abonnenten ist das auch einfach noch gar nicht so notwendig. Ich habe auch keinen Greenscreen, deswegen benutze ich diese Alternative. Und von der Belichtung her, na gut, sollte ich vielleicht mir auch mal was anschaffen. Weiter geht es direkt mit Nikyu. Was mir direkt in die Augen springt auf seinem Kanal, ist natürlich der Chocuzel-Banner. Wirklich wunderschön. Finde ich auch, also den Kanal-Banner, den feiere ich irgendwie. Also mit dem Laserschwert und alles. TIE Fighter. Der Designer, der den gemacht hat, na, den kann man auch ruhig mal loben. Für ist das so. Lichtschwert im Banner gibt es hier einen Punkt extra. Seine Thumbnails allerdings sind nicht wirklich professionell und stechen einem nicht so ins Auge. Auch hier gibt es Schriften, die man nicht lesen kann oder einfach zu viele Bilder. Bei seinen... Ja, gehen wir ein bisschen zurück. Gut, nicht so ins Auge springen, ne? Ich mache das bei mir so, dass ich hier nochmal so einen Rahmen drum mache, der immer ein bisschen eine andere Farbe hat. Also damit versuche ich so ein bisschen, das ins Auge springen zu lassen. Gut, bei ihm ist es vielleicht der rote Strich hier, aber sonst, ja, hat er schon ein bisschen recht, aber ich will nicht zu sehr darüber urteilen, weil ich es auch nicht besser kann, ja. Nicht so ins Auge. Auch hier gibt es Schriften, die man nicht lesen kann oder einfach zu viele Bilder. Bei seinen Videos, muss ich tatsächlich sagen, sind es nicht ganz meine Themen, aber das ist auch wieder Geschmackssache. Was ich aber tatsächlich gefeiert habe, ist das Problem mit Fortnite, ganz einfach zaubern lernen und natürlich das gut zeichnen lernen in 5 Tagen. Könnt ihr gerne mal reinschauen, sind wirklich
wirklich relativ gute Videos. Allerdings muss ich auch dir zu der Belichtung einmal sagen, da musst du dir ein bisschen was Besseres anschaffen oder es ein bisschen besser einstellen. Auch von dem Rode Mikrofon bin ich nicht so begeistert. Ja, aber ne, wie gesagt, seine Meinung, ich fand, gut, er steht in seinen Videos, das ist auch mal was Neues für mich. Verbelichtung her, ja, gut, mal ein bisschen mit dem blauen Licht im Hintergrund. Kann ich mal kurz gucken. Also, ich finde das schon in Ordnung. Meine, ich bin jetzt nicht einer, der so auf Belichtung achtet, ne? Also ich finde das eigentlich voll in Ordnung. Aber wie gesagt, ist meine Meinung, ne? Ich will jetzt niemanden hier anfeinden oder so, auch so wie er. Aber sonst finde ich eigentlich sehr gut. Anschaffen oder es ein bisschen besser einstellen. Auch von dem Rode Mikrofon bin ich nicht so begeistert. Jetzt seid ihr als Zuschauer natürlich gefragt, welche Kritikpunkte würdet ihr bei den beiden finden und was würdet ihr, naja, ich sag mal wirklich kritisieren? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Und jetzt der, der am meisten seinen Namen in die Kommentare geschrieben hat von verschiedenen Accounts, der gewinnt dieses Battle. Das heißt, wenn ihr für NickQ seid, dann schreibt doch in die Kommentare Hashtag NickQ. Und wenn ihr für Don Carotti seid, dann schreibt ihr Hashtag Don Carotti. Ein Like gilt hier für NickQ und ein Dislike für Don Carotti. Genau. Likes und Dislikes zählen immer ein Punkt und ein Kommentar zwei Punkte. NickQ hat hier momentan Vorsprung mit einem Punkt. Den gab es nämlich von mir für das Lichtschwert extra. Im nächsten Battle sehen wir uns bei Natururin gegen TimTube. Ein spannendes Battle. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch da reinschaut. Und immer dran denken, dieses Video ruhig mehrfach schauen, denn so kommt mehr Geld für die Leute hinterher rum, die das Ganze hier gewinnen. Und jetzt tschüss. Genau. Ja. Das war's. Also abschließendes Fazit nochmal von mir. Ich feiere das Format auf jeden Fall. Und das nächste Video schauen wir uns morgen Abend an, ja. Dann sind die 24 Stunden um, genau. Ja, was haltet ihr von dem Konzept? Ihr könnt ja auch nochmal bei ihm vorbeischauen. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Und ja, ihr habt es gehört, je öfter ihr das anschaut, desto mehr Preisgeld gibt es. Also schön fleißig gucken. Nein, aber na, könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.